Ja, ist der ID.3 das E-Auto für alle? Wir sagen ja, aber mit Vorbehalt. Wir zeigen euch das Auto in allen Details. Los geht's! Ja, hallo liebe Freunde von Icario. Endlich ist er da, endlich ist er bei Icario gelandet, der Volkswagen ID.3. Geniale Farbe in diesem poppigen Türkis. Knallt so richtig vor dieser traumhaften Kulisse hier in Salzburg. Das Fahrzeug, das wir hier bekommen haben, ist der First Edition. Das heißt, es ist eigentlich eine Basisausstattung. Wir sind draufgekommen, ganz viele dieser coolen, lässigen Features, die so großartig angekündigt wurden, hat dieses Fahrzeug nicht. Kein Panoramadach, kein automatisches Fahren, keine Rückfahrkamera, also ein paar Dinge, auf die müssen wir noch verzichten bei dieser ersten Ausstattungslinie First Edition. Aber ansonsten die übrigen Attribute und Merkmale, diese wunderbare Front, dieses Design, das hat natürlich jeder ID.3. Und was sagt ihr, Freunde? Gefällt er euch? Also uns gefällt er sehr, sehr gut. Er wirkt jugendlich, frisch, dynamisch, modern. Schreibt uns gerne eure Meinung rein in die Kommentare. Was haltet ihr vom Design des ID.3? Wir finden es sehr, sehr gelungen. Vor einigen Monaten gab es ja schon ein Video von der IAA, da haben wir euch das Fahrzeug schon im Detail ein bisschen vorgestellt. Es war ein Verantwortlicher von Volkswagen hier, der uns vieles erklärt hat. Aber hier in Natura, in der freien Wildbahn, da verliert das Fahrzeug interessanterweise nichts an Wirkung. Also uns gefällt er nach wie vor sehr, sehr gut. Dazu trägt auch das neue Volkswagen-Logo bei, das wirklich jugendlich frisch wirkt. Sehr schlank geworden, nicht mehr 3D, sondern wirklich Flat-Design, fürs Internet natürlich perfekt geeignet. Wieder mal ein Fahrzeug, das mir bis zum Hals geht. Also ihr seht schon, das Fahrzeug ist relativ hoch. Der ID.3 hat 1,55 Meter Höhe, damit er ist er 7 cm höher als der Volkswagen Golf. Und das ist ein wesentlicher Unterschied. Er ist auch 1 cm kürzer, 2 cm breiter, aber eben in der Höhe, da macht es einen Unterschied. Durch die Batterien im Fahrzeugboden wird das ganze Fahrzeug natürlich höher. Der Radstand des ID.3 ist aber mit 14 cm mehr als beim Golf, ja, das wesentliche Unterscheidungsmerkmal. Damit hat man einfach viel, viel mehr Platz im Innenraum. Die Passagiere im Front, die können die Beine ausstrecken, also das macht echt was her. Es gibt auch 10 Liter mehr Kofferraumvolumen als im Golf und der ganze Vorderbau, das Armaturenbrett, das ist alles nach vorne gerückt. Also ihr seht auch, dass das Fahrzeug relativ kurz ist im vorderen Bereich. Da ist einfach kein Motor, den man hier verbauen müsste. Da ist viel an Platz frei geworden für Passagiere und Innenraum. Und das finde ich sehr, sehr cool. Ja, was hat er denn nun unter der Haube, der Volkswagen ID.3? Vorne nicht viel, auf jeden Fall keinen Motor. Denn der ist natürlich hinten im hinteren Bereich des Fahrzeugs aufgebaut. Hier gibt es eigentlich nur Waschwasser nachzufüllen. Es ist einfach alles wirklich, wie wir gesagt haben, nach vorne gerückt, minimiert. Es gibt aber leider auch keinen Frunk. Der hätte jetzt eigentlich keinen Platz mehr hier vorne. Da ist wirklich alles so weit minimiert, dass die Fahrzeuginsassen möglichst viel Platz haben. Das ist halt der Vorteil, wenn man ein Fahrzeug gleich als E-Fahrzeug konzipiert und nicht erst einen Verbrenner hernimmt und den dann umbaut. Oder ein Fahrzeug baut, das für alle Antriebskategorien geeignet sein muss. Der ID.3 ist tatsächlich ein reines Elektroauto und so ist er auch konzipiert. Und das schafft natürlich Platz für Passagiere, für Kofferraum. Auch der Kofferraum ist ja leicht zugänglich natürlich durch diese Heckklappe und ist dann super zu befüllen. Die Ablage kann natürlich auch weg, die Sitze können umgeklappt werden. Dann steigt das Kofferraumvolumen gleich nochmal drastisch an. Und er ist auch wirklich gut nutzbar. Es gibt sogar noch ein kleines Fach hier für ein Ladekabel, wo das Ladekabel verschwinden kann. Also auch daran ist gedacht worden. Ja, durchdachte Sache. Und generell das Heck fällt mit einem satten Klang auch wieder ins Schloss. Das Heck ist sehr schön designt. Auch hier hebt sich das neue Volkswagen-Logo wirklich besonders hervor, weil ja diese Klappe in schwarz gehalten ist mit dem weißen Logo dazu und mit dem ID.3-Schriftzug. Also das Fahrzeug ist sicher nicht eines, das in der Masse untergeht, sondern das sticht heraus alleine durch diese Merkmale hier. Ich habe ja eben erwähnt, dass so viel Platz ist im Front. Ich meine, seht euch das an.
Da ist extrem viel Beinfreiheit. Das ist wirklich super komfortabel. Der Sitz hier ist jetzt auf mich eingestellt. Wenn er noch weiter nach vorne geruckt wäre, dann seht euch bitte das an. Das sind 40 cm Beinfreiheit. Also da könnte ich glatt den Bundespräsidenten mitnehmen. Auch einen Kaderntunnel gibt es ja natürlich nicht. Da kann ich gerade rüber gehen mit dem Fuß. Super zum Einsteigen und rüberrutschen. Die Materialien sind sehr basic. Das ist, denke ich mal, auch mit dem Kärcher problemlos zu reinigen. Und in der Mitte kann bei dieser Variante vom ID3 auch jemand sitzen. Warum aber nur bei dieser Variante? Denn diese Variante mit dem 62 Kilowattstunden Akku bzw. die 58 Kilowattstunden nutzbar, bei der kann jemand in der Mitte sitzen. Bei der stärkeren Variante mit 77 Kilowattstunden nutzbar, da geht das leider nicht mehr. Da sind hinten nur zwei Personen zugelassen. Es gibt dann auch keine Anhängekupplung. Es gibt dann auch kein Panoramadach. Also das sind einfach ja, wesentliche Unterschiede. Man sagte mir bei der Moonseat in Salzburg, dass das aus dem Grund wäre, um eben das Maximum aus der Batterie rauszuholen. Aber ich denke, da geht es eher ums Gewicht, dass der 77 Kilowattstunden Akku derart schwer ist, dass man hinten einfach den dritten Passagier weggelassen hat und auch keine Achslast mehr zusätzlich draufkommen soll durch die Anhängevorrichtung. Also okay, ist halt so. Ich denke sowieso, dass das Fahrzeug hier mit dem 58 Kilowattstunden Akku das Volumensmodell wird, weil er einfach alles hat, smoothes Fahrverhalten, die optimale Balance aus Preis, Leistung, Reichweite. 390 Kilometer sind auf jeden Fall drinnen mit dem Fahrzeug, mit dem ID3. Ja, ich denke, genau das Modell wird das Volumensmodell bei Volkswagen. Ja, jetzt lädt der ID3 brav an der Smatrix-Ladestation direkt am Sheraton Hotel. Natürlich sehr mondäne Umgebung. Der ID3 hat eine Ladeleistung von 11 kW am AC-Lader und 100 kW hier am Schnelllader, am Superschnelllader. Und damit geht was weiter. Die Ladekurve fällt aber schon ab ca. 50% Ladestand ab. Bei 70% hast du dann nur mehr 50% der 100 kW, also 50 kW Ladeleistung. Klar, da muss irgendwann zurückgeregelt werden, aber trotzdem muss man sagen, der ID3 lädt brav und sauber und Volkswagen leistet sich hier keine Schwäche. Als Volkswagen-Fahrer hast du natürlich Spezialpreise, wenn du bei IONITY laden willst. Volkswagen hat sich am Aufbau des IONITY-Ladenetzwerkes beteiligt und infolgedessen gibt es auch einen Spezialpreis, du zahlst nur 53 Cent pro Kilowattstunde statt 76 Cent für die Normalos. Wenn du davon ausgehst, dass du sehr viel an IONITY laden wirst, dann zahlst du halt 9,90 € extra, hast eine Grundgebühr, dafür ist der Kilowattstundenpreis 29 Cent. Und das ist ein sehr vernünftiger Preis, gerade weil IONITY sehr schnelle Lader hat und der Akku dann wieder recht schnell voll ist. Aber der Dauerbrenner Smatrix, gerade in Österreich, geht natürlich immer. Die haben auch Ultraschnelllader und die Preise sind im Vergleich dann plötzlich eigentlich sehr, sehr günstig. Also hier im Innenraum eigentlich alles auch sehr futuristisch gehalten, modern gehalten. Ein großes Display hier in der Mitte, ein 10 Zöller ist das, glaube ich, mit ganz vielen touch-sensitiven Tasten hier auch im unteren Bereich. Es merkt sogar, wenn ich mit dem Finger drüber fahre, also ich habe jetzt noch nichts berührt und habe jetzt doch schon die Navigation gestoppt, einfach nur, weil ich den Finger über dieses Symbol gehalten habe. Also das ist schon der Next Level, wenn man sich erstmal daran gewohnt hat. Also ich finde am Anfang das System etwas verfrachtet und auch etwas kompliziert zu begreifen. Aber das habe ich am Anfang über das Tesla Model 3 auch gesagt und dann ist es mir doch in Fleisch und Blut übergegangen. So wird es auch beim ID3-Fahrer sein, also der wird da auch relativ schnell mit diesen Dingen zurande kommen. Auch hier am Lenkrad hat man jede Menge touch-sensitive Flächen links und rechts vom Lenkrad und es macht auch einen Unterschied, wenn ich hier das Plus zum Beispiel zur Steuerung des Tempomaten nur leicht drücke, dann erhöhe ich die Geschwindigkeit um 1 km/h, drücke ich es fester, erhöhe ich die Geschwindigkeit um 10 km/h. Also das ist schon sehr, sehr sensitiv und da muss man aufpassen, wie man mit seinen Fingern umgeht. Auch hier links vom Lenkrad gibt es noch einen Bereich, wo ich das Licht regle und auch hier ist es wirklich
Alles mit Touch ausgeführt, kein physischer Knopf mehr. Hier möchte man einfach einen modernen Weg gehen, trotzdem aber Knöpfe bieten, damit der Fahrer sich trotzdem orientieren kann und einen fixen Knopf für diese Funktion hat und dort hingreift. Das kleine Display hier direkt über dem Lenkrad, das ist direkt auf der Lenksäule auch montiert. Also das bewegt sich, wenn ich das Lenkrad jetzt verstelle, mit dem Lenkrad mit und ist immer im optimalen Blickfeld. Und rechts von diesem kleinen Display hat man eine Wippe, um die Fahrstufen auch zu wählen. Hier kann ich auf Drive gehen oder auf Retour oder auf Neutral und ich kann hier auch in der Mitte die Parkbremse aktivieren. Das kennen wir eigentlich auch schon von einem guten alten Bekannten vom BMW i3. Der hat auch einen ähnlichen Knüppel hier rechts vom Lenkrad. Und ich finde, das ist eigentlich auch alles, was man braucht. So hat man konsequent die Mittelkonsole für Ablagen freigemacht. Hier habe ich Flaschenhalter, vorne noch ein kleines Netz, wo ich zum Beispiel eine Mappe mit Ladekarten verstauen kann. Hier noch ein induktives Handy-Ladefeld und eine zweite Ablage für ebenfalls ein anderes Handy oder was auch immer für die Geldtasche. Und hier dann noch ein großes Fach in der Mittelkonsole, wo ich zwei USB-C-Anschlüsse habe. Und ganz komfortabel gibt es noch zwei tolle Armlehnen, wo ich hier meinen Arm echt komfortabel drauf ruhen lassen kann. Man könnte ihn auch so einstellen und fixieren mit dem Knopf hier. Irgendwie auf Markus Seite funktioniert das bei mir nicht mehr. Da dürfte wohl ein geneigter Interessent heftig daran herumgerissen haben. Ja, kurz zur Info, Autos aller Art gibt es natürlich auch bei Insta3 in der Langzeitmiete, auch den ID3, der ist ganz neu drinnen und ihr werdet euch wundern, die Preise sind extrem in den Keller gefallen, denn die Innovationsprämie, die es vom Staat gibt für Unternehmen, die kommt natürlich auch Insta3 zunutze und die geben euch dann den Vorteil weiter. Das heißt, nicht wundern, wenn die Preise wirklich viel günstiger sind als noch vor ein paar Wochen. Auch in Deutschland sind natürlich diese 9000 Euro Prämie, Förderung mit eingerechnet in den Preis, also auch hier sensationell günstig. Checkt den ersten Link in der Beschreibung, einfach mal nachsehen, euer Wunschmodell ausrechnen. Jetzt geht's weiter im Test. Die Bedienung ist wirklich sehr, sehr flott, also kann man echt nicht meckern. Wenn ich hier auf diesen Touchscreen greife, dann reagiert alles wirklich flott und ohne Verzögerung. Und ja, so macht das Spaß, so gehört das 2020 und auch Volkswagen hat das hier sehr gut umgesetzt. Da freuen wir uns echt drauf, wenn vielleicht neue Funktionen mal kommen, können die auch über Over-the-Air-Updates eingespielt werden. Das alles hat Volkswagen jetzt auch schon in der Pipeline und ja, da geht man den Weg des modernen Automobilbaus. Aber Freunde, das ist jetzt echt die Brot- und Butter-Version. Hier ist alles in einem Grau gehalten, die Sitze sind sehr, sehr basic. Die Funktionen, da fehlt einiges an Assistenten und an Möglichkeiten, die man auch hat mit einem voll ausgestatteten ID3. Und da würden wir uns freuen, wenn wir noch einmal ein voll ausgestattetes Fahrzeug für euch testen können. Da kommt noch einmal ein Video, bleibt also dran, abonniert unseren Kanal, damit ihr dieses Video, wo es um die Details geht, wo es um die Feinheiten des ID3 geht, auch noch sehen könnt. Das Fahrverhalten hier im ID3 ist wirklich sehr, sehr sensationell, sehr, sehr smooth. Man hört eigentlich fast nichts von den Außengeräuschen. Es ist eine sehr gute Dämmung hier im ID3. Also auch bei 100 km/h sind kaum Geräusche von außen im Innenraum wahrzunehmen. Und die Lenkung ist super knackig. Man kann hier sehr sportlich um die Kurven zirkeln. Andererseits bügelt das Fahrwerk die meisten Unebenheiten weg. Und es kommt nur sehr wenig in den Innenraum, macht also wirklich Freude, mit dem ID3 unterwegs zu sein. Wie das mit dem schwereren Akkupack aussieht, weiß ich jetzt nicht, aber mit dieser 58 Kilowattstunden Batterie macht das Ganze wirklich einen sehr ausgewogenen, homogenen Eindruck. Und ja, jetzt habe ich doch glatt irgendwas gemacht, was dem ID3 nicht gefallen hat. Homogen vielleicht, war es das Wort? Keine Ahnung. Aber lieber ID3, das ist nichts Schlimmes, also kann ich dir versichern. Ab sofort gibt es ganz viele Varianten, nämlich 9 Stück davon. Wenn ihr euch den Konfigurator mal startet auf Volkswagen.at oder .de, da gibt es eine immense Auswahl an verschiedenen Varianten und Möglichkeiten. Es gibt auf jeden Fall 2 verschiedene Akkupacks, wie wir schon erwähnt haben, mit 62 Kilowattstunden nutzbaren 58 Kilowattstunden Akku und eine mit 82 Kilowattstunden, die dann nutzbar 77 Kilowattstunden hat. Die kleinere,
die wir eben als Volumensmodell bezeichnen, die würde 426 Kilometer Reichweite laut WLTP garantieren. Das ist wirklich eine ganze Menge. Damit sollte sich im Alltag wirklich gut auskommen lassen. 150 kW oder 204 PS stehen hier an. Das sorgt für ordentlich Wumms und in 7,3 Sekunden geht es auf 100. Die größere Variante, also mit dem größeren Akkupack mit 77 Kilowattstunden nutzbar, die hat natürlich einiges mehr Reichweite. Hier stehen sogar 549 Kilometer zur Verfügung laut WLTP und ich glaube, damit kommt man im Alltag sehr gut über die Runden. Eine kleinere Variante mit 45 Kilowattstunden und 330 Kilometer, die wird es ja später mal geben, ein Einsteigermodell quasi. Aber ich denke, das mittlere Modell mit 58 nutzbaren Kilowattstunden, das wird das Volumensmodell sein und da gibt es auch die 5 Sitze und die Anhängekupplung und natürlich auch ganz viele verschiedene Ausstattungsvarianten. Ihr könnt euch euren ID.3 da so designen, wie ihr ihn dann haben wollt. Ja, der Preis in Österreich, der beginnt bei 36.490, also durchaus sehr konkurrenzfähig, denn da kommen ebenfalls noch die 5.000 Euro Förderung runter, also 31.490 Euro, die hier auf dem Tacho stehen quasi und fällig werden. Wie gesagt, es gibt auch andere Kaufmodelle, erster Link in der Beschreibung. In Deutschland, da gibt es das Ganze dann noch um ein Stück günstiger, 35.574 Euro ist hier der Startpreis für das aktuell günstigste ID.3 Modell und abzüglich 9.480 Euro Förderung ergibt das fast 26.100 Euro und das ist wirklich ein gigantisch kleiner Preis für ein derartiges Auto mit so viel Platz im Innenraum für die ganze Familie. Die Maximalkonfiguration, die ich zusammengebracht habe im Konfigurator auf Volkswagen.at, kostete dann 51.660 Euro. Also über 51.000 Euro könnt ihr den Fahrzeugpreis ebenfalls pushen, wenn ihr es denn haben wollt. Ja, also wir waren sehr angetan vom Volkswagen ID.3. Sensationelles Auto. Je länger man mit dem Fahrzeug unterwegs ist, desto mehr schätzt man die feinen Details, die vielen Ideen, die hier eingeflossen sind ins Fahrzeug. Zum Beispiel auch, dass im Drive-Modus einfach das Fahrzeug langsamer wird, wenn die Ortstafel daherkommt und immer die Geschwindigkeiten auch die richtigen eingehalten werden. Das finde ich sehr durchdacht, sehr gut gemacht. Wenn ihr dieses kommende Video vom ID.3 oder wenn wir noch weitere Videos machen würden mit dem ID.3 oder alle anderen Videos, die wir noch machen werden, über Themen in Verbindung mit der E-Mobilität sehen wollt, dann abonniert uns. Seid mit dabei, mit Icario auf dem Weg in die grünere Zukunft. Würde uns wirklich freuen. Und liked, teilt, kommentiert auch dieses Video, gebt uns eure Meinung ab zum Volkswagen ID.3. Ist das die Zukunft? Welches Detail gefällt euch besonders gut? Auf was könntet ihr verzichten oder was würdet ihr anders machen? Würde uns wirklich freuen, konstruktive Dinge von euch zu hören. Und ja, bis zum nächsten Mal. Go Green mit Style.